Hallo, mein Name ist Christian Obermeier und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Heimkinoraum Video News. Heute geht es um Lautsprecher. Wir sind ja große Musikfreunde hier im Heimkinoraum. Und damit man das auch richtig genießen kann, braucht man auch vernünftige Lautsprecher, wie zum Beispiel diese wunderbaren Monitor Audio Platinum hier. Nicht immer kann man allerdings so einen großen, mächtigen Lautsprecher in seinem Wohnzimmer installieren. Es muss also, wenn die zu dominant sind, eine Alternative her. Zum Beispiel die neue Monitor Audio Radioserie und die möchten wir Ihnen heute zeigen. Die Radioserie ist eine der erfolgreichsten hier in den letzten 9 Jahren im Heimkinoraum. Das liegt am schlichten Design, lassen sich also wunderbar in einen Wohnraum integrieren, sehr dezent. Und trotz der kompakten Bauform klingen sie wirklich sehr druckvoll und sehr präzise. Schauen wir uns doch mal so einen Lautsprecher genauer an. Hier haben wir den Radius 270. Das sind übrigens die Lautsprecher der allerneuesten Generation. Die werden erst im August lieferbar sein. Wir haben sie jetzt hier schon da. Also die neue Radioserie hat uns Monitor Audio freundlicherweise direkt nach der High-End hier letzte Woche in München überlassen. Und jetzt kriegen wir mal einen Blick, was sich geändert hat. Zunächst sind es die Hochtöner. Da sind also neue Goldhochtöner verbaut, sind Metallhochtöner, die sehr, sehr präzise und schnell arbeiten, sehr hochauflösend sind. Und zuvor kamen diese hier zum Einsatz bei der Apex-Serie. Die Mittel- und Tieftöner wurden auch erneuert, sind nicht mehr aus Kunststoff, sondern jetzt auch in einer Keramik-Aluminium-Magnesium-Legierung verfügbar. Als einteilige Membran, nicht mehr zweiteilig, wie es vorher war. Dadurch versteift man die Membran. Man hat also noch einen präziseren, klareren, druckvolleren Sound. Das hier ist der Radius 270. Das ist also ein kompakter Standlautsprecher. Wenn wir uns mal die Verarbeitung ansehen, wir haben eine fantastische Hochglanzlackierung. Also wirklich auf einem sehr hohen Niveau gearbeitet. Und was mir persönlich besonders gut gefällt, vorne die Membrane sind wirklich sehr schön eingepasst mit diesem silbernen Rand. Wirkt also sehr hochwertig. Und man sieht keine Schrauben, wie man es von konventionellen Lautsprechern sieht. Denn die Membrane werden mit einer einzigen Schraube an der Rückseite fixiert. Dadurch entkoppelt man auch die Membrane besser vom Gehäuse, was natürlich auch nochmal einen klanglichen Vorteil bietet. Auf der Unterseite haben wir die Anschlussterminals und ein Bassreflexrohr. Das ist nochmal hier ein bisschen strömungsoptimiert, deswegen geriffelt. Und unten können wir natürlich unsere Bananas anschließen oder den klassischen Schraubanschluss. Neben dem Radius 270 gibt es hier noch den Radius 90, der einfach in seiner Bauform nochmal ein bisschen kompakter gehalten ist. Gleiches Design, gleiche Farben auch verfügbar. Es gibt neben Hochglanzschwarz, Hochglanzweiß, jetzt auch dieses Walnuss. Ist übrigens ein Echtholzfurnier, ist keine Folie und wie man hier schon sehen kann, wirklich absolut hochwertig verarbeitet. Für die Heimkinofans gibt es natürlich noch mehr Lautsprecher. Zum Beispiel kann man diese kleinen Radius 45 als Surround-Lautsprecher gut verwenden. Da strahlt der Hochtöner nach hinten ab, die sind dann also wirklich fast nicht mehr sichtbar im Raum. Entsprechend dazu braucht man natürlich einen Subwoofer. Der steht hier. Es ist der neue Radius Subwoofer. Der wurde auch in seiner Bauform ein bisschen geändert. Im Wesentlichen aber ist er deutlich pegelfester, arbeitet noch schneller und präziser. Wir haben hier zwei 8 Zoll Chassis. Die gibt es auch in der größeren Variante mit zwei 10 Zoll Chassis. Im Design auch sehr schlicht gehalten. Als Center gibt es jetzt bei der Radioserie mal einen richtigen Center. Also früher war das eher so ein kleiner Riegel, der Radius 180, den gibt es nicht mehr. Der heißt jetzt Radius 200, ist also ein vollwertiger Center, auch richtig schwer und in der Bauform tiefer, als es der Vorgänger war. Wir verwenden aber ganz gern On-Wall-Lautsprecher. Also in der Vergangenheit haben wir den Radius Center eigentlich selten auf dem Möbel gestellt. Oft wurde der einfach unter dem Fernseher installiert. Und da war natürlich die Bauform relativ dick. Da hat sich Monitor Audio auch ein paar Gedanken gemacht. Wenn wir uns jetzt den neuen Radius 225 anschauen,
heißt immer noch 225, muss ich direkt mal nachschauen. Der ist also deutlich flacher als sein Vorgänger. Also ein richtiger On-Wall-Lautsprecher. Den kann man natürlich wunderbar unter seinen Flachbildfernseher hängen. Teilweise hängen wir die sogar vor die Leinwand, wenn es keinen anderen Platz gibt. Gibt es selbstverständlich auch in Weiß und auch in dem Walnussholz. Einen Lautsprecher gibt es noch aus der Radioserie und das ist der Radius One. Hier ist er. Dieser Lautsprecher ist dazu gebaut, um ihn direkt unter einen Flachbildfernseher zu hängen. Und wir haben hier drei Lautsprecher integriert. Und zwar einen vollwertigen Center-Lautsprecher, den linken und den rechten Frontlautsprecher. Und das kann man hier auch schön sehen an der Rückseite. Das ist auch ganz schön schwer, das Ding. Haben wir auch wirklich links, Center, rechts direkt die Anschlussterminals. Es sind auch hier noch Gewinde eingelassen, um das Gerät zum Beispiel an den Halter, der schwenkt, um das Gerät direkt mit an den Halter anzubringen. Dann schwenkt praktisch der Lautsprecher zusammen mit dem Fernseher von der Wand weg. Wie die neue Radioserie klingt, müssen Sie sich natürlich schon selbst anhören. Das können wir hier in dem Video schlecht zeigen. Sie sind natürlich immer herzlich eingeladen, sich selbst einen Eindruck zu machen. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Dazu gibt es aber noch einen kleinen, einen kleinen Hinweis. Die neue Radioserie wird jetzt erstmal nur in Köln verfügbar sein, denn die kommt ja erst im August raus, also erst ab August auch in allen Heimkinoräumen zum Probehören. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.